Feiern wir ja morgen Ostern. Nicht wegen den bunten Hasen oder den Ostereiern, sondern weil wir morgen Auferstehungsfest feiern. Und leider ist in diesem Land dieses Fest komplett untergegangen. Viele verstehen gar nicht, was ist denn der Hase? Was sind denn die Eier? Was hat das zu tun mit Ostern? Ich habe frei, ich kann zu Hause bleiben. Was feiern diese Menschen dort eigentlich? Und ich möchte mit uns. Und ich möchte dir, lieber Mensch, die Chance geben, der du heute hier vorbeigehst. Vielleicht ist das das einzige Mal, dass du das Wort Gottes hörst, dass du einmal zuhörst, was in der Bibel steht, in Bezug auf die Auferstehung. Und ich möchte einmal aus dem Markus-Evangelium lesen, Kapitel 15. Dort lesen wir, dass Jesus gefangen abgeführt worden ist und vor dem Statthalter Pilatus steht. Und da heißt es, und gleich in der Früh fassten die obersten Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und den ganzen Hohen Rat einen Beschluss und führten Jesus gebunden hin und lieferten ihn dem Pilatus aus. Und Pilatus fragte Jesus, bist du der König der Juden? Und er aber antwortete und sprach zu ihm, du sagst es. Und die obersten Priester brachten viele Anklagen gegen ihn, er aber antwortete ihnen nichts. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach, antwortest du nicht? Sieh, wie viele Dinge sie gegen dich aussagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte. Wir sehen, Jesus wird vor den Statthalter gebracht und der Statthalter soll darüber entscheiden, ob Jesus hingerichtet wird. Und da kommen Menschen aus seinem eigenen Volk und sie klagen Jesus an. Sie versuchen ihn etwas zu unterstellen, was er nicht getan hat. Und wie reagiert Jesus? Er steht stumm dort, wie ein Scherer vor dem Schaf, wie ein Schaf vor dem Scherer. So steht er stumm da und er sagt nichts. Und zu dieser Zeit, als die Juden Jesus angeklagt haben, da gab es eine Tradition bei den Römern. Immer wenn die Juden das Passafest gefeiert haben, gab es die Möglichkeit, dass ein Gefangener freikommen darf. Und Pilatus dachte sich, ich finde an diesem Jesus eigentlich gar nichts. Ich weiß nicht, warum sie ihn anklagen, aber ich finde keine Schuld an ihm. Und sie haben ja diesen Brauch, also werde ich ihm sagen, da er einmal im Jahr diesen Brauch so hat, werde ich Jesus für euch freilassen. Und er sagt, ja, nehmt ruhig mit. Ich will euch Jesus freigeben. Aber die Menschen, wenn wir schrieben, nein, gib uns Barabbas. Und wisst ihr, Barabbas, das war, wenn wir heute in unsere Gesellschaft schauen, das war ein Terrorist. Sprachen stehen überall drauf. Staat, ne? Und er war verwickelt in einen Mord. Drauf. Und er war dort als Gefangener und wartete auf seine Hinrichtung. Und Pilatus war bereit, Jesus freizulassen, aber das Volk schrie, gib uns Barabbas. Das Wort Barabbas wird aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Das erste heißt Bar und bedeutet Sohn. Und das zweite heißt Abbas, bedeutet Vater. Sohn eines Vaters. Und dieser Barabbas, liebe Menschen, er repräsentiert jeden Einzelnen von uns. Wir alle sind im Endeffekt genauso wie dieser Barabbas. In unseren Gedanken haben wir schon oft Menschen umgebracht. Durch unsere Worte, durch unsere Zunge. Wie viele Seelen haben wir schon zerstört? Und da ist dieser Barabbas, der möchte freikommen. Und die Menschenmenge schreit, gib uns Barabbas. Und dann sagt Pilatus, was soll ich mit diesem Jesus tun? Und dann heißt es, die Menschenmenge schrie noch lauter, kreuzige ihn. Aber er sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Und sie schrie noch lauter, kreuzige ihn. Und so sehen wir, dass die Soldaten dann kommen, zu Barabbas gehen und ihm die Handschellen abnehmen. Und du hörst es klacken. Und Barabbas freut sich, ja, ich bin frei. Die Menschen lieben mich. Die Menschen lieben mich. Aber Barabbas erkennt gar nicht, was für eine große Liebe Gott zu ihm hatte und nicht die Menschen. Gott war es, der Barabbas dort freigekauft hatte. Gott war es, der bereit war, für einen Mörder in den Tod zu gehen. Und das tat Christus. Er war bereit, ans Kreuz zu gehen, lieber Mensch, für einen Mörder. Und Barabbas repräsentiert jeden einzelnen Menschen von uns. Und dann wurde Jesus hingegeben zu Geistern. Wisst ihr, in der Bibel wird das immer erwähnt, eine Geistung. Es ist ein Satz, ein Wort, da wird die Geistung. Aber es kommt eigentlich klar, dass Christus heute eine Geißelung war, eine heftige Methode damals, den Menschen hinzurichten. Oder so zu strafen, dass sie so entstellt waren, dass die meisten schon
bei dieser Strafe gestorben sind. Es war eine Peitsche, diese Peitsche war versehen. Und derjenige, der dort hinkam, der musste mit seinem Rücken nach außen hin und er wurde ausgepeitscht von oben bis unten. Und das erlitt Jesus Christus. Sein ganzer Rücken wurde aufgeschlagen. Voller Blut. Wer den Film Passion Christi mal gesehen hat, er sieht das da genau das, was geschehen war. Sein ganzer Rücken war offen. Und dann wird Jesus das Kreuz gegeben und er geht nach Golgatha. Weißt du, lieber Mensch, was Golgatha ist? Übersetzt bedeutet das die Schädelstätte. Und das ist die Abfallentsorgung von damals gewesen. Die Menschen, die nach Golgatha gegangen sind, die haben ihren Abfall dort entsorgt. Und genau dort ist Gott hingegangen, um den Abfall der Welt zu entsorgen. Die Sünde eines jeden Menschen. Und er kam an dieses Kreuz. Und zu seiner Linken und zu seiner Rechten waren noch zwei Verbrecher. Und in der Mitte hängt Jesus. Ohne Sünde. Vollkommen gerecht. Keine Straftat begangen. Was hat er getan? Er hat Blinde sehend gemacht, Lahme gehen, Taube reden, Stumme hören. Er hat Menschen gespeist in Armband. Er war für die Kinder da. Er hat sie aufgenommen. Er hat den Witwen in sein Herz geschossen und geholfen. Und jetzt hängt er dort am Kreuz zwischen zwei Verbrechern, links und rechts neben ihm. Und was passiert? Er hängt dort nackt und im Rucksack zu liegen. Dein Schöpfer, lieber Mensch, hing nackt am Kreuz für dich und für mich. Er hat sich nicht geschämt. Wie wir heute hier rangehen, wir alle schämen uns. Was redet dieser Mann dort? Wie peinlich. Aber dein Schöpfer hat vor 2000 Jahren am Kreuz gehangen. Nackt und entblößt für deinen und für meinen Schöpfer. Und was taten die Menschen, als sie Jesus doch nackt gesehen haben? Da heißt es, und die vorübergehen, lästerten und schüttelten den Kopf und sprachen, ha, der den Tempel zerstört und den Dreitagen aufbaut. Rette dich selbst, komm doch von diesem Kreuz herunter. Das war die Antwort der Menschen, der ihnen geholfen hat. Gott wurde Mensch in Christus und hat den Menschen nur Gutes getan. Und dann stehen sie und spotten über ihn Gott nackt und geblößt. Und dann lesen wir weiter, dass eine Finsternis kam um 12 Uhr, da wo der Tag eigentlich am hellsten ist, kommt eine Finsternis für 3 Stunden. Und diese Finsternis war nicht einfach eine Sonnenfinsternis, sondern diese Finsternis war das, was im Endeffekt am Kreuz geschehen war. Der ganze Zorn Gottes kam auf Jesus Christus. Gott legte seinen ganzen Zorn, den er über jeden Menschen hat, am Kreuz auf Jesus Christus. Das hat er getan. Alle Schandtaten, die wir getan haben, hat Jesus Christus dort am Kreuz erlebt, als es 3 Stunden dunkel war. Und er litt diese Schmerzen für dich und für mich. Aber seine Liebe war so groß zu uns, dass er bereit war, diese Schandtaten auf sich zu nehmen. Und bis hier nach diesen 3 Stunden, da heißt es, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Da sagte Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er dort hing und die ganze Sünde, deine und meine, die war auf ihn gelegt. Voller Schuld war Jesus dort getrennt von seinem Vater, von ihm. Weil die Sünde, lieber Mensch, ist es, die dich und mich trennt. Wir können nicht in die Gemeinschaft von Gott kommen. Und weißt du, als Jesus dort gestorben ist, dann ist etwas passiert. Der Vorhang im Tempel ist gerissen. Das, wo die Priester einmal im Jahr hineingehen durften, ist gewiss. Und das war ein Bild dafür, lieber Mensch, dass keine Religion dich zu Jesus Christus bringen kann. Denn als der Vorhang gerissen war, war der Weg frei, zu Gott zu kommen. Und er ist in keiner Religion zu finden, sondern alleine in Jesus Christus. In Johannes Evangelium sagt Jesus, es ist vollbracht. Gott hat es vollbracht durch Jesus Christus. Er hat die Schuld bezahlt. Wir alle werden einmal vor Gott stehen und wir alle müssen einmal vor ihm Rechenschaft ablegen. Und dann wird Gott jeden Menschen richten nach seinen Taten. Die Bibel sagt, es ist dem Mensch gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und dieses Gericht wird gerecht abgehen. Und dann wird Gott alles offenbaren, was in deinem und in meinem Herzen war. Und er wird nicht fünf gerade lassen sein können, weil er gerecht ist. Aber er gibt dir die Möglichkeit, das, was wir in Ostern feiern, dass Christus ans Kreuz gegangen ist, dass er auferstanden ist, gibt uns jetzt die Möglichkeit,
ewiges Leben zu haben, lieber Mensch. Und dazu musst du nur eins tun. Du musst erkennen, dass Christus für dich gestorben ist, dass er deine Schuld am Kreuz getragen hat. Dass er diesen grausamen Tod sterben musste, weil es keinen anderen Weg gab. Die Religion, die dir einen Weg aufzeigen, zu fasten, zu beten, in die Kirche zu gehen, sie alle verfehlen das Ziel. Sie werden dich am Ende nicht gerecht sprechen. Keiner von den Propheten, von den Glaubensvätern wird dir sagen können, zu 100% ich weiß, ich gehe in den Himmel. Weil alle haben nur gesagt, nur Gott weiß es. Was ist das für eine Religion? In dieser Hinsicht zu leben und nicht zu wissen, reicht das, was ich tue als Mensch für Gott, ob das am Ende reicht? Und ich kann dir sagen, wenn du dein Vertrauen und dein Glauben auf Jesus setzt, das reicht zu 100%. Weil Jesus hat ein für alle Mal mit seinem kostbaren Blut jede Sünde getilgt, die du hier auf dieser Erde finden kannst. Er hat für jede Sünde bezahlt. Aber du musst dieses Geschenk persönlich annehmen, lieber Mensch. Und so macht Gott dir dieses wunderbare Angebot. Glaube an ihn. Die Bibel sagt, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist die Tatsache, die wir brauchen. Der Glaube macht den Menschen gerecht, nicht die Werke. Und erkenne, dass der Weg, den du gehst, in die ewige Verdammnis führt. Du wirst eines Tages vor deinem Schöpfer stehen. Und da gibt es kein, ich wusste nicht, warum, ich war doch ein guter Mensch. Gott sieht in dein Herz und er durchdringt es und er weiß, was in deinem Herzen ist. Und er möchte Frieden mit dir schließen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und darauf weisen wir hin. Keine Religion, keine Konfession, nur allein Jesus Christus. Darum feiern wir morgen in Ostern. Das größte Ereignis, was ich vorhin erwähnt habe, ist die Auferstehung. Wenn Jesus im Grab liegen geblieben wäre, da wären wir alle, die wir hier lang nicht verloren. Da wäre all das, was wir tun und machen, am Ende vergebens. Da wird die Ansprache vergeben sein. Aber weil Jesus von den Toten auferstanden ist, er hat den Tod den Sieg errungen. Hör auf mit deiner Scheiße! Gottes Segen. Hör auf mit deiner Scheiße hier! Du lügst die Leute an! Wenn ich lüge, Andrea, stell mir dazwischen! Komm! Ihr habt keine Kundgebung! Die lügen! Wir lügen nicht, lieber Mann! Die lügen! Die größte Lüge ist, dass sie meinen, wenn sie sterben, danach nichts kommt. Das ist die größte Lüge. Und darum sprechen sie. Das ist immer, die Lüge ist immer gegen die Wahrheit. Sie nutzen die Not der Leute an. Ich möchte von niemandem irgendeine Not ausnutzen. Wir alle sind verloren. Und Jesus schenkt ewiges Leben, nicht ich schenke ewiges Leben, nicht eine Religion schenkt ewiges Leben, sondern allein Jesus Christus. Und auf diesen Christus weisen wir hin. Wir wollen nichts von den Menschen. Kein Geld, keine Spenden, gar nichts. Das, was ich tue, das tue ich aus reinster Überzeugung, weil Christus mich selbst errettet hat. Weil ich selber diesen Weg gegangen bin. Weil ich das Leben gelebt habe. Weil ich meinte, das ist Erfüllung zu haben. Du gehst. Warum feiern das die Menschen? Und ich möchte mit uns und ich möchte dir, lieber Mensch, der du heute hier vorbeigehst, auch die Möglichkeit geben, einmal darauf zu hören, was an Ostern geschehen ist. Was wir dort eigentlich feiern. Und ich möchte dazu einmal aus Markus Kapitel 15 vorlesen. Da wird Jesus abgeführt, er wurde gefangen genommen, verraten von seinen eigenen Jüngern, Judas, und dann wird er vor den Statthalter gebracht. Damals war ja das Römische Reich, das Reich, das die Welt damals regiert hatte, und so mussten die Juden, wenn sie jemanden anklagen wollten, vor dem Statthalter bringen. Und sie brachten ihn zu Pilatus. Und ich lese einmal vor aus Markus Kapitel 15. Und gleich in Früh fassten die obersten Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat einen Beschluss und führten Jesus gebunden hin und lieferten ihn dem Pilatus aus. Und Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er antwortete und sprach zu ihnen, du sagst es. Und die